der Hit. Kommt, singt alle mit Blippi. Wir sind beim Point Defiance Zoo und Aquarium in Tacoma, Washington. Und heute werden wir echt tolle Tiere sehen. Los geht's! Ich hab meine Mitgliedskarte. Alles klar, okay, kommt mit. Das wird so ein Spaß machen. Okay, jetzt geht's los. Hey, das ist Cindy. Und was haben wir hier, Cindy? Das ist ein pazifischer Hering. Und wir gehen jetzt mal Pinguine füttern. Seht ihr, wie wir ganz langsam rangegangen sind? Man muss unten bleiben, dann kriegen sie keine Angst. Na, was für Pinguine sind das, Cindy? Das sind Magellan-Pinguine. Viele Leute denken, sie brauchen Eis und Schnee. Aber diese Jungs leben in Argentinien und Chile. In einem Klima, das ganz ähnlich wie hier ist. Argentinien und Chile. Also lieben sie es zu schwimmen. Sieht so aus, ne? Ja, genau. Sie verbringen den ganzen Winter im Meer. Und sie können richtig schnell schwimmen. Und das müssen sie auch. Um Fische zu fangen, die sie im Meer fressen. So wie die. Wow! Guckt mal, was das ist. Ein Eisbär. Und Eisbären haben die Farbe weiß. Dieser Eisbär? Ja, sein Name ist Boris. Und er ist 31 Jahre alt. Boris wurde aus dem Zirkus gerettet, einem Wanderzirkus in Mexiko. Und es ist sehr wichtig, Eis zu haben. Ja, denn so jagen Eisbären und fangen Robben. In der Arktis. Wir sollten echt aufpassen, was wir unserem Planeten antun, damit Eisbären eine Menge Eis haben können. Wow! Boris ist so hübsch! Wow! Seht ihr, was das ist? Ja, das ist ein Tiger. Miau. Das ist eine richtig große Miezekatze. Eigentlich ist das ein Sumatra-Tiger, genauer gesagt. In der Wildnis sind auf der Welt nur noch ungefähr 300 übrig. Also ist er hier im Point Defiance Zoo und Aquarium ein Botschaftertier. Also, das ist Sarah. Hi. Und Sarah, was haben wir hier? Das ist Gonzo, der Ameisenbär. Er kann auf Bäume klettern. Hier im Point Defiance Zoo und Aquarium trainieren wir ihn für unsere Freiluftshow Wunder der Wildnis. Die ist diesen Sommer ganz neu. Hey, Gonzo. Also... Ja, was machen wir denn jetzt gleich? Du hilfst mir, Gonzo beizubringen, Vanillejoghurt aus einer Tube zu fressen. Okay. Also, das wird er total mögen. Halt das mal vor seine kleine Nase. Okay, er wird los geht's. Den Vanillejoghurt gleich ausschlürfen mit seiner super langen Zunge. Wow. Guckt doch mal. Guckt euch Gonzos Zunge an. Sie ist so lang.
In der Natur würde Gonzo natürlich keinen Vanillejoghurt fressen, sondern Ameisen. Mit seinen riesigen Krallen kann er Ameisennester und Termitenhügel aufbrechen. Dann würde er sie mit seiner langen Zunge rausschlürfen. Lecker! Sieht echt lecker aus! Ja, Gonzo war sein ganzes Leben lang von Menschen umgeben und als er zu uns kam, haben wir ihn dann für unsere Show trainiert. Also deshalb fühlt er sich mit uns hier so wohl. Ja, er scheint ein echt toller Ameisenbär zu sein. Wie geht's dir? Oh, ziemlich gut. Was machst du? Ich bereite das Essen für die Erdmännchen vor. Erdmännchen? Ich liebe Erdmännchen. Was machst du heute sonst noch? Na, weißt du was? Ich wollte den Tieren Anregungen geben. Willst du helfen? Ja! Super! Gehen wir zum Gehege. Okay, was sind Anregungen? Anregung heißt, dass wir den Tieren eine Auswahl an Aktivitäten oder Spielsachen geben, wie Kindern auf dem Spielplatz. Das klingt lustig. Ich mag spielen. Also geben wir ihnen eine Auswahl. Okay. Geben wir ihnen die Luftbälle und den blauen Pool. Okay, alles klar. Luftbälle, blauer Pool. Verstanden. Wow! Guckt euch das an! Das ist das Gehege und Umfeld, in dem die Erdmännchen spielen. Wow! Okay, wie auch immer. Luftbälle, blauer Pool. Richtig. Okay. Die hier rein? Das wird so lustig, die Erdmännchen mit diesen Luftbällen spielen zu sehen, die wir hier reintun. Okay. Der zweite? Wow! Okay, los geht's. Mal sehen, was sie noch von uns will. Okay, bitte sehr. Danke. Was hast du noch für uns? Na, ich habe lustiges Spielzeug. Tun wir die auch ins Gehege? Okay, wo soll ich die hintun? Ganz wo du willst. Das wird so ein Spaß. Wo soll ich die hintun? Hier, na los. Okay, mal sehen. Oh. Ich sehe schon. Ich glaube, der Gelbe sollte... Ha, seht ihr das? Tun wir ihn hier hin. Kommt hier hin. Legen wir den Pinken hier. Lass uns den hier hinlegen. Direkt neben den Gelben. Und der richtig große Rote, der kommt hier hin. Hier, ich treffe euch dort drüben. Ich bin wie ein Erdmännchen. Okay, mal sehen, was wir noch machen müssen. Kommt mit. Okay, ist das alles? Nein, Blippi, gehen wir noch einen Schritt weiter. Geben wir zu den Spielanregungen noch Essensanregungen. Hier sind Mehlwürmer, die sind wie Schokolade für Erdmännchen. Lecker. Guckt mal. Lecker. Wo soll ich die also hintun? Weißt du was? Streuen wir sie in die Luftbälle. Okay. Und du kannst sie auch gerne an anderen Stellen im Gehege verteilen. Okay, das ist eine Art Suchspiel. Weil wir einige hier einfach hintun und andere für sie verstecken, okay? Verteilen wir die Luftbälle und streuen dies oben auf die Luftbälle. Ui! Das wird ein Spaß! Okay, hier ist ein bisschen mehr. Legen wir den auf den Sims. Die sehen lecker aus. Okay, legen wir den Rest hier rein. Alles klar. Ich glaube, wir sind bereit. Sind wir fertig? Gut gemacht, Blippi. Lassen wir sie raus. Okay. Das ist ein erwachsenes Dromedar und sein Name ist Winchester. Ha? Dromedare gibt es in Afrika. Und wenn man 3 Jahre alt und mindestens 91 cm groß ist, darf man sie reiten im Point Defiance Zoo. Sie sind echt weich. Wow! Wir sind im Marine-Entdeckungszentrum und hier gibt es
tolle Meereskreaturen, die man echt anfassen kann. Seht ihr? Man kann sie anfassen, aber nur mit einem Finger, okay? Guckt euch mal die an. Das war gruselig. Das ist gruselig. Und guckt mal, eine Schnecke. Hallo, hey du Kleiner. Hey du Kleine, hallo. Wow. Oh, guckt euch das da drüben an. Ein Finger. Habt ihr gesehen? Es hängt sich an meinen Finger. Oh, guckt mal. Oh. Guckt mal, wie groß der hier ist. Okay, bereit? Es hält meinen Finger und ist so weich. Oh, und als letztes der Seestern. Wow. Wow. Die sind echt hart. Das ist so cool. Die leben tatsächlich. Sie sind echte Meereskreaturen. Sie bewegen sich nicht viel, aber sie bewegen sich. Und zwar langsam. Ich liebe das Marine Entdeckungszentrum. Wir sind beim Karussell. Kommt mit. Hey, Pferdchen. Das wird so ein Spaß. Seht ihr? Ein Karussell. Gleich hier ist die Armaturentafel, die das Karussell einschaltet. Und ich habe den Schlüssel. Okay, stecken wir den Schlüssel hier rein. Und? Ja! Wow, schaut euch all diese Tiere an. Ja, ein Pferd. Ein Pfeilgiftfrosch. Noch ein paar Pferde. Ein Eisbär. So einen haben wir heute gesehen. Ein Zebra. Habt ihr das Zebra gesehen? Ein Schwein. Oink, oink. Ein Tiger. Ein Ameisenbär. Okay, jetzt ist es, glaube ich, Zeit, für uns Karussell zu fahren. Kommt mit, aber erst müssen wir unser Lieblingstier aussuchen. Wir müssen warten, bis es anhält, hier entlang. Moment, Zebra. Ich weiß nicht, ob ich das Zebra reiten will. Mal sehen, was es noch gibt. Pferd? Einen Eisbären? Hey, Boris! Das macht so viel Spaß! Okay. Dieses Tier, ja, ist ein Pfeilgiftfrosch. Und ich werde dieses Tier reiten. Erst muss ich mich anschnallen. Wenn ich angeschnallt bin, das muss ich etwas lockern. So ist besser. Alles klar. Ich bin bereit für die Fahrt. Los geht's. Seht ihr? Wir drehen uns rundherum. Und bewegen uns auch hoch und runter. Wow. Hey Pferdchen. Wow. Guckt mal. Der Pfeilgiftfrosch hat die Farbe gelb. Wow. So viel